Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag. Heute ist der 13.07.2024. Und ja, ich habe meine Brille auf. Könnte ich auch absetzen. Aber nee, ich brauche die gerade. Denn ich habe heute wieder Tee bestellt. Auf Anordnung von Silence hin habe ich mir wieder Tee bestellt. Mitsucha. Kalt aufgießbarer Tee. Grüner Tee. Bis zu dreimal aufgießbar und nach einer Minute im Wasser sieht der Tee so aus. Und da werde ich nachher wieder ein bisschen was von schlürfen. Ich habe zwar auch Zitronenwasser hier in Mengen, in großen Mengen, aber ich erinnere mich daran, dass ich den mal ausprobiert habe und fand den eigentlich gar nicht schlecht. So. Ein Beutel auf 500 Milliliter, da sind zwei Beutel drin, weil das ein Liter ist. Und Fumiaki und Luna freuen sich bestimmt, dass ich diesen leckeren Tee heute im Stream trinken werde. Ja, aber was gibt es sonst zu erzählen? Es ist Wochenende, es ist kurz nach 11, glaube ich. Ja, genau. Und ich werde jetzt noch schnell was frühstücken, was Kleines. Und dann spielen wir Baldur's Gate. Sonst war ja mal der Samstag für Story Games reserviert, die nicht Baldur's Gate sind. Aber um mal ein bisschen Fahrt drauf zu kriegen, wir haben schon 50 Streams, glaube ich, und über 200 Stunden Baldur's Gate. Um mal ein bisschen Fahrt auf das Spiel zu kriegen und das vielleicht irgendwann zu beenden. Ich meine, wir sind seit, was war das, August, September, 23 da dran. Wir nähern uns dem Jahr des Streams. Wie abgefahren. Ja, wie gesagt, um da mal ein bisschen vorwärts zu kommen, machen wir jetzt am Samstag und Sonntag bei Baldur's Gate. Ja, Control ist unter die Woche gewechselt. Wir hatten ja am Donnerstag ein bisschen gespielt. Gestern gab es keinen Stream. Und nächste Woche wird dann auch Control ein paar Mal auf dem Plan stehen. Auch ein schönes Spiel. Hier und da ein bisschen schwer, aber vielleicht muss ich einfach noch mal ein bisschen mehr in Lebenspunkte skillen. Das würde vielleicht helfen. Ja. Ansonsten hat es sich ganz schön abgekühlt. Also wir haben jetzt gerade, glaube ich, 20 Grad oder so. Es ist grau und grau. Hat auch gut geregnet, 19 Grad sogar nur. Und maximal 25 Grad wären es heute, genau. Die kühle, nicht so warme Backofenluft tut ganz gut. Also finde ich jedenfalls gut. Ja, die Pflanzen wachsen auf dem Balkon. Da hatte ich ja ganz am Anfang so einen Tränenbaum und Sonnenblumen und einen Cashewkern. Der Cashewkern lässt irgendwie auf sich warten, da passiert nichts, aber der Tränenbaum ist schon sehr groß. Die Sonnenblumen, die beiden ersten, sehen auch schon sehr mächtig aus, aber da fehlen noch die Blumenköpfe. Und ich habe ja nochmal drei Blumenkästen draußen mit Kornblumen und Sonnenblumen und da sieht es jetzt auch schon grün aus. Da freue ich mich schon auf das Farbspiel. Gelb und schwarz die Sonnenblumen und blau dann die Kornblumen, genau. Wilde Kornblumen sind das, glaube ich. Ja, ansonsten mache ich mir ein chilliges Wochenende mit viel Spielen und Serien und Filmen und Essen. Und trinken. So. Gut. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Samstag. Wir sehen uns vielleicht im Stream. Und ansonsten, falls wir uns nicht im Stream sehen sollten, sehen wir uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.